Letztes Mal auch nicht viel besser. So. Testen wir mal kurz. Geiler Aufnahmetest. So. Ja. So, liebe Leute, da spricht er mir voll ins Intro dazwischen, die Sau. Da sind wir mal wieder bei einer längst überfälligen Runde. Barbie, die Prinzessin und das Dorfmädchen, das wir vor 2 Jahren das letzte Mal aufgenommen haben. Am 27. Oktober 2011 war die letzte Aufnahme. Das ist genau 2 Jahre her. Und jetzt mache ich mal wieder weiter mit dem lieben Navato. Wir haben gerade beide Bock und Zeit. Hi. Oh nee, das ist doch grausam. Oh je, solange Preminger's fiese Krähen noch in den Bäumen sitzen, kommen die Vögel nicht zurück. Wir müssen sie verscheuchen. Wolfi, das hört sich nach einem Job für uns 2 Katzen an. Gut, jetzt gehe ich hier mit Wolf, was soll ich überhaupt machen? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Das ist schon viel zu lange her, die Scheiße. Das war gut, oder? Es war Rumspringen und Scheiße. Rumspringen und Scheiße, ich glaube, das beschreibt das richtig gut. Okay, genau, ich kann jetzt hier die Charaktere wechseln mit L und R, das ist voll geil. Aha. Multiple Steuerungskacke. Warum habe ich nach unten so eine beschissene Prozentanzeige? Was soll das denn? Ich müsste, glaube ich, mal den wieder konfigurieren. Jo, weil wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten. Er wollte sich gerade ein richtig schön leckeres Getränk machen. Ich habe schon ein leckeres Getränk auf dem Tisch stehen. Ja, ich auch. Wir schnattern jetzt einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, das Spiel geht nicht mehr allzu lang. Ja. Wir wollten uns gerade ein bisschen über Bifrost unterhalten. Eine richtig schöne Metalband. Oh ey, ich hab getroffen. Richtig schön kult und true. Richtig, so richtig schön. Ja. Mehr, der Text, ja, ne. Ist einfach 1:1 das True vom Truen. Das ist so richtig ein Klischee-True schon wieder, weißt du? Ja, das ist mit es, ja. Mit Wikingern und Kämpfen und Schlachten und ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich komme mit den Inner Valhalla so richtig schon übertrieben schlecht, ey. Aber ja, ich find's geil. Jetzt müssen die noch so ein Manowar-Video drehen und dann wär's richtig Hammer. Genau, Manowar. Die sind auch richtig True und cool. Ja, Obscurity war das doch mit diesem Ultra-True-Video da. Diesem einen, das kam doch an Manowar ran. Dieses Ding da. Ach ja? Bergischer Hammer hier ist der Scheiß. Ach, der kann glaube ich nur buddeln hier, der braune. Der braune? Der braune Bruder. Kann man eigentlich auch sprinten? Nee, kann man nicht. Aber ich mach mal hier vorspulen. Hui! Na nü, was war das denn gerade? Ich hab aus Versehen vorgespult. Da muss ich mit der Weißen spielen und der braune, der ist halt zum Graben und zum Arbeiten da. Und die Weiße, die lukut sich nur aus. So wie man es halt kennt. Richtig schön rassistisch, dieses Spiel, ey. Der Braune muss ackern, die Weiße klettert auf Bäume. So, Vogel. Ein Vogel haben wir schon mal getötet. Oder entfernt. Wir töten ja bei Barbie nicht, wir verscheuchen ja nur. Ja. Und sammeln und singen mit Barbie. La 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 la. Alterseinstufung 0. Mhm. Aber die Braunen zum Arbeiten zwingen, weißt du? Damit die Kinder schon früh möglichst lernen, was richtig für sie ist, ne? Ja. Amerikanisches Ideal. Das amerikanische Ideal. Die Weißen schicken die Braunen arbeiten. Richtig schön. Ach, die Amerikaner. Müssen sie ja wahrscheinlich wieder. Die haben ja kein Geld mehr. Schicken sie lieber die Minderheiten vor. Die sind schuld. Die Europäer sind schuld, dass der Dollar so schlecht ist. Wahrscheinlich kommt das bald noch. Weil die haben so einen scheiß starken Euro. Ja. Müssen wir sie angreifen. Die haben zwar kein Öl, aber die haben Geld. Ich höre eine Krähe. Ja, Politik ist immer so ein Thema für sich. Ja. Ich müsste eigentlich mal den Wecker stellen, damit ich mir hier ungefähr den Part länge, weil ich habe jetzt keinen Bock, 5 Stunden Part zu machen. Weil Barbie ist mir zu scheiße für 5 Stunden. Ja, verständlich. Nein, Barbie ist eigentlich voll gut. Ich finde das Spiel richtig toll. Ja, ich habe es gesehen, so abwechslungsreiche, vor 2 Jahren habe ich es auch aufgenommen. Ja, viel Spaß. Vor allem, weil es so abwechslungsreiche Missionen bietet. Wo ist denn diese scheiß Krähe jetzt, die ganze Zeit Krach macht? Oh, da schmeißt einer mit Kacke. Ja. Das war doch Navato. Immer. Ich scheiß dir ins Gesicht. Oh, bitte. Jetzt gerade. Und schmier. Genau das. Ein Eichhörnchen. Verschwinde. Du Frechdachs. Ein Eichhörnchen schmeißt mit Kacke nach dir. Ja, das ist bei Barbie ist alles möglich. Ja, irgendwie schmeißt einer mit Kacke von oben. Ich weiß nicht warum. Das ist bestimmt irgendein Grenz, die wieder sagt so, ich geh jetzt mal da oben gucken, was da los ist, ey, ihr randaliert schon wieder hier. Zum Altersheim. Altersgeilheit. Dieses tolle Lied. Mit Herrn Schwarz. Schwarz. Schwarz wie Kohle bis zur Sohle. Oh, fuck. Nee, das ist doch von, wie ist er nochmal hier, Albert, nee, Mensch, jetzt hab ich den Namen vergessen. Verdammt. Ein alter deutscher Sänger halt. AIDS. Genau, AIDS von Tobaskus.
Wir müssen die, glaube ich, gar nicht hauen, die Krähen. Wir müssen sie nur berühren. Ich schlag hier die ganze Zeit um mich, wie so ein Wildwüterich. Aber man ist auch verdammt schwer unterwegs hier gerade. Berührst du nicht, wenn du sie schlägst? In diesem Spiel wird nicht geschlagen. Es wird nur berührt. Da hast du recht. Zärtlich. Wie komm ich denn da jetzt? Wie kommt man denn da hoch? Das ist doch Quatsch. Das Spiel verarscht mich. Double Jump. Das Spiel ist klüger als ich, das ist das Problem. Ich bin so blöd, ich kann das nicht. Ach, spiel mal E.T., dann bist du glücklich. Dann habe ich bestimmt ganz viel Spaß, ey. Man kann sogar nach unten buddeln. Oh, ist das geil. Oh yeah. Ich sehe nichts, also ist mir scheißegal. Ja, dann arbeitet er nicht, der trinkt nur sein leckeres Getränk. Von dem ich auch gerne was hätte. Ja, ne? Komm mal rum. Ist aber auch ein edles Ding. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal irgendwo wieder unterwegs bin in der Stadt, dann hole ich mir das auch. Jo. Ist nur ein bisschen zu viel bei mir gerade. Da hast du zu viel gemischt, ja? Zu viel Schuss. Fuck! Voll vorbei an dem Igel. Igel vor allem, ja. Ich muss hier Igel, ja. Ah. Liebe Grüße an den tollen Igel, wenn er das sieht. Du bist doof und riechst nach Arsch. Oh Mann. Nein, schon wieder. Ah, wir haben es erreicht, ja! Ja, Mensch. Und sonst alle true bei dir gerade in der Hose? Ja, immer. Ganz viel AIDS, ganz viel Spaß, ganz viel Uni. Victor, du machst ja, was lernst du nochmal? Informatik, immer diese klugen Menschen, mit denen man sich nicht unterhalten kann, weil sie viel klüger sind. Ja, das sind alles Idioten, trau dir im Schein nicht, das sind alles Idioten. Die meisten haben noch mehr AIDS im Hirn als ich wahrscheinlich. Ja. Ja, ich spreche nicht Sprach. Das ist bei Informatikern immer so, die haben meistens alle Dachschaden, aber einen guten Dachschaden, einen positiven, so einen lustigen Dachschaden. Das wären sie keine Informatiker. Ja, wir haben einen Prof, der ist komplett auf Business-Englisch. Jedes Wort, das man in Englischen sagen kann. Guckt mal alle auf euer Mobile-Phone. It's right. Oh, das ist so schlimm. So einer von denen weiß jetzt verdänglichen schon wieder alles. Das ist schon wieder so, dass es dir irgendwann auf die Eier geht. Vor allem spricht er permanent so. Das geht gar nicht klar. Obwohl es ganz cool ist. Ja, ist natürlich klar, weil... Ansonsten sehr sympathisch. Kann sein, dass er vielleicht irgendwo im Ausland auch mal unterwegs war. Oh, kann gut sein. Wenn er natürlich dann da gelernt hat, dann mehr Englisch als Deutsch. Passiert oft. Oh. Ah! Zu viel Kohle gemacht in der Jugend. Zu viel Kohle? Ja. Hat er so viel geackert damals, oder was? Weiß ich das? Ich weiß nicht. Prof, mich interessiert doch nichts, was die machen. Der hat Prof, mir irgendwas vorzulabern und dann gut ist. Einerseits sind sie Vorbilder, andererseits sind es meistens Leute, die gehen in die härtesten Fetischclubs, weißt du? Und lassen sich dann da irgendwie auspeitschen. Richtiger Arschfetischismus, so richtig Rinder mit dem Kopf. Lässt sich Babys in den Hintern schieben. Ja, und dann Turban drauf. Was? Ja. Wie kommst du auf den Turban? Ja, du musst nur ein bisschen in der Wirbelsäule drehen und kannst einen Menschen im Turban machen. Oh. Jetzt das geil ich auch. Das wird jetzt nicht ganz jugendfrei hier. Einfach auf 18 Warnungen reinhauen, gut ist. Ja, ich glaube auch, ey. Ich glaube, so gut ist das nicht. Wir müssen da jetzt hoch. Achso, hier. Ah, mit dem Braunen muss ich hier hoch. Der Braune muss mal wieder mehr Weg gehen, weißt du? Die Katze, die klettert einfach, der Braune muss mal wieder ackern hier. Ja, immer. Aber er kann so richtig schön. Das ist richtig. Ui, abfliegen kann er auch. Ist auch ein paar Baumwollfelder und gut wäre. Oh, schwarzer Humor ist schwarz. Ja, mir, Jane, ne? So wie man es nicht anders kennt von dir und mir und. Ja. Ist eigentlich ein großer Fehler, das aufzunehmen, aber scheiße. Ja, ich glaube auch, oh mein Gott. Ich denke, wir Leute wissen das, dass wir das definitiv nicht böse meinen und es nur eine Form des etwas viel zu krassen Humors ist und also ich glaube, wir sind beide das absolute Gegenteil von Nazi. Das stimmt wiederum. Fledermäuse, oh Gott, ich glaube, die sind gefährlich. Jetzt wollte ich gerade einen Schluck nippen. Oh. Fledermäuse, stopp, hau ab! Oh, wie die aus dem Bett geschleudert wurde, habt ihr das gesehen? Und dafür alles für eine Rose, na toll, die brauche ich überhaupt nicht, ich bin Vogelarm. Ich hatte den letzten Vogel, den ich töten kann. Wird ja ganz traurig, wenn ich sowas nicht sehe, solche epischen Momente. Ja, es ist wirklich sehr spannend gerade und aufregend. Ja, man merkt's. Ja, das ist super, super! Du hast doch keine Ahnung! Bestes Spiel ever. Ich höre auch keine Krähen mehr. Wo sind. Oh, hätte sie eigentlich voll treffen müssen, das Ding da. Aber Gott sei Dank haben wir hier voll den Skill. Und das ist natürlich nicht. Ich verstehe nicht, wo sind denn jetzt die letzten beiden Arschgeigen? Ich nix sehe.
Ich nix höre, ich nix fühle. Wie gesagt, das Bildschirmübertragen-Ding von Skype wird auch immer schlechter. Damals hat alles super funktioniert. Ja, so halbwegs. Ich konnte sehen, was du machst. Das hat gereicht. Ja, mittlerweile kannst du echt gar nichts mehr. Weißt du, mittlerweile kannst du echt gar nichts mehr. Mhm. Naja, Skype halt. Ich könnte halt natürlich einen Livestream machen, aber ich meine Upload-Rate ist heute richtig geil. 500 Kbit Upload. Das ist ungefähr so viel wie, ich weiß nicht, ein Glas Wasser. Ja. Wenn du betrunken werden willst, trinkst du ein Glas Wasser. Ungefähr so ist meine Leitung zum Upstream. Oh, hier ist ein Radio. Glas Wasser trinkt man noch immer zum betrunken werden. Das ist schön klar. Zumindest ist Wasser immer dabei. Irgendwo muss ja Flüssigkeit herkommen. Natürlich. Ein Glas klaren. Ja. Und wenn man ganz gesund. Kräuter macht gesund, das weiß ich. Aber bei mir sah es jetzt so aus den letzten Tagen in der Uni. Bisschen Tee, ein bisschen Rum. Bisschen der Thermoskanne. So eine Art Jagertee quasi. In der Uni. Ja. Das ist belebt. Klar, das erste, was ich in der ersten Vorlesung erlebt habe in der Uni, war Bierhof am Anfang gleich. Das stört den Typen nicht. Alter, die laufen da mit Bollerwagen voller Schnaps rum. Also. Ist das da kein von deinen Dozenten oder Professoren? Nö. In dieser Uni ist heute zum Beispiel eine komplette Uni-Party. Da sind jetzt 800 Leute drin, die sie komplett wegschießen ab 21 Uhr. Ihr müsst natürlich wissen, Hessen. Du bist doch Hessen, oder? Ja, Hesse. Hesse. Und in Hessen ist das Studieren ja kostenlos und dementsprechend sind die Professoren auch, also das sind eigentlich alles. Ich hab doch gerade gehört, wo ist der Rabe? Das sind alles Minderheiten. Ne, der Bemittelte so, auf jeden Fall. Ja, beides. Das würdest du doch nicht hingehen. Natürlich nicht. Ich bin ja so blöd. Oh, mein Kopf gegen die Wand. Fuck. Aber ich hab den letzten Raben gefunden. Wunderbar. Schien. Geschafft! Die fiese Krähen sind alle weg! Ein Passwort! Weiterspiel mit A-Knopf. Ich glaube, hier speichere ich mal an der Stelle. Wie lange haben wir denn jetzt noch? 6 Minuten? Ach du Scheiße. Muss die Partner füllen. Okay, File, Save, speichern und weiter geht's, liebe Leute. Weiterspiel mit A-Knopf. Wie lange geht dieses Spiel noch? Ich will's nicht wissen. Danke für eure Hilfe! Oh, bevor ich's vergesse, ich habe beim Brunnen zwei seltsame Gestalten gesehen. Serafina, klettere hinauf und sieh mal nach. Aber sei vorsichtig. Aber Vorsicht. It's cool, man. Was ist denn hier los? Wer ist er denn? Ach, jetzt muss ich hier hochklettern, obwohl der Typ da unten ist. Ist ja bekloppt. Jetzt wird's spannend. Das ist Videospiellogik. Das ist Barbie-Spiellogik. Es will deinen After. Oh, wie schwer das ist. Das ist noch nicht mal ein richtiges Plattformrätsel. Die gehen alle gleichzeitig hoch. Mann, da wäre ich aber überfordert als Zocker. Echt? Na gut, aber ich meine ganz ehrlich, welches Mädchen hat schon Barbie-Spiele für den Game Advance gehabt? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen großartigen Verkaufszahlen. Dass die überhaupt sowas herstellen und hoffen, dass es verkauft wird, das ist doch Quatsch. Das kauft doch niemand. Das ist halt ihr und ihr bekannt, dass Simulatoren und Barbie-Spiele keiner mit Sau kauft, außer Leute, die sich drüber lustig machen. Oh, Simulatoren werden doch richtig gut gekauft. Sogar richtig, richtig gut. Das kommt auf die Simulatoren an. Ja, nee, auch die richtig Drecksimulatoren sind meist in der Bestsellerliste. Deutschland. Das ist doch widerlich, ey. Ja, das ist ja das Schlimme dran, deswegen gibt's davon immer mehr. Ich verstehe das gerade nicht, das ergibt keinen Sinn hier, die Situation. Das ist total AIDS, wer hat sich das ausgedacht? Fertig, ich muss nichts machen und der Typ ist auf einmal, Serafina, was ist los? Ja. Sieh mal, sie haben ein Stück einer Karte verloren. Sehen wir es uns mal an. Ah, oh nein! Es gibt noch weitere Spiele! Nein! Bisschen Penis in deinem Arsch. Hey, dieses Kartenstück führt zu den Minen. Weißt du, was ich glaube? Dieser Präminger hat wieder irgendwas Böses vor. Achso, nee. Genau, wir müssen nicht aufhalten. Ich hab grad die falsche Person gesprochen. Scheiß drauf. Die klingen eh alle gleich scheiße. Hey, Passwort! Weiter spielen mit A-Knopf! Ich speichere mal nochmal. Boah, stinkst du. Heil! Safe! Speichern. Ich weiß gar nicht, wo Quicksave ist. Jemand hat die Goldmine verschlossen. Man kommt nur durch dieses kleine Loch hinein. Da passen wir niemals durch. Wir nicht, aber die Katzen schon. Ja, jetzt muss ich wieder die Katzen spielen. Wuff. Warum bellt denn die Katze eigentlich? Also meine flauschigen Freunde, ihr müsst die Herbe finden, mit deiner Mann die Tore öffnet. Tut mir echt leid, dass ich dir das gerade antue hier. Ach. Ach. Oh, jetzt wird das Level aber langsam spannend. Wir sind hier in so einer Diamantenmine. Warum hat denn Barbie sowas? Was ist denn das für eine reiche Schlampe, ey?
Ideales, weißt du? Juwelen, ja. Hübsche Kleider, kämpfen lassen die Mädchen heutzutage alle durchdrehen. Die wollen sich an Barbie orientieren und alle Diamanten haben. Deswegen heiraten sie nur noch reiche Scheiß. Die können irgendwas heiraten. Na klar, die Scheiß lassen sich ja verarschen, weil sie hässlich sind. Guck mal, so eine schöne Frau, die steht auf Fisch, die muss ich heiraten. Und dann haben sie eine hübsche Frau, die mit dem Poolboy fremd geht, weil er besseren Körper hat. So ist es doch heutzutage. Alle Weiber sind so, alle! Alle minder bemittelt. Alle Fotzen! Gott, ey. Ich hoffe, hier guckt kein Mädchen zu. Scheiße, dass meine Community aus fast 40% Mädchen besteht. Hallo Mädchen, ich bin ganz lieb. Nein, ist ja nur ein Spaß. Echt? Ihr versteht doch, wenn es stimmt, dass wir das nur Spaß meinen. Der ist nicht nett. Nett. Bin ich nett? Nein, bist du nicht. Bin ich... Ah, fick! Hab mich aus einer Fledermaus erwischt. Geh mal, ich bin hier runter. Man kann wenigstens nicht durch Fallentod sterben, sondern nur, wenn man, getroffen wird von irgendwelchen Fledermäusen oder irgendwelchen anderen Gesocks. Logik. Pöbel und Gesocks. Logik. Na klar, das ist ultraste Logik. Ja. Vor allem, man muss die Scheiße nur berühren, das ist saugut. Das ist oben lang. Spiel. Und ich sehe davon nichts und es klingt schon scheiße. Das ist gut, du kennst ja davon letztes Mal. Ich bin jetzt nur nicht mehr im Wald, sondern in der Diamantenmine. Ich vermute mal, dass wir tausende Welten haben, jetzt irgendwie drei verschiedene Diamantenwelt oder fünf verschiedene Diamantenweltlevel. 5000 verschiedene, ich glaube, ich beende das Spiel in diesem Part. Ganz ehrlich, das ist mir echt zu AIDS. Ja, wie jetzt erwartet. Ah, ich weiß nicht. Es so ist schon in zwei schön, Jahren aber können wir wieder aufnehmen. Es ist halt vom Gameplay her total bescheuert. Ja, in zwei Jahren nehmen wir dann wieder auf. Ich glaube, wir wollen einfach noch ein bisschen so reden. Jo. Ich habe einfach nur gedacht, komm, wir machen jetzt wenigstens ein Part. Den kriegen wir jetzt noch hin. Passt ja. Ich kann hier gar nichts. Das Wesen. Komm, die 6 Minuten, machen wir das eine Level fertig. Oh, Mann. Ist schon geil so. Ich weiß nicht, also das Spiel ist so für nebenbei. Schön ja. Brain AFK Scheiße machen, ist schon ganz lustig. Genau. Ist fast so lustig wie Hepatitis B und C zusammen. Oh, dann muss ich das haben eigentlich. Aber wenn du A, B und C hast, dann hast du hier Götterkrankheit. Leuchtet dann im Dunkeln, die Glitzerkarte, lololol. Hologramm, Holodeck, lololol. Trollololololol. Hologramm, Karten, Scheißkacke. Mhm, immer. Mach ich auch immer so. Yeah. So, beide. Oh, was ist denn jetzt los? Erdbeben, voila. Wow, episch. Hier geht's ab. Mhm. Episch. Wow, Felsens. Return of the... Was so böse... Oh, guck mal, da oben ist einer. Wie kommt man denn da hin? Das ist jetzt sehr geheimnisvoll. Aue! Du klingst, als hättest du einen Stock im Arsch. Hä, wie soll man denn da hinkommen? Das geht doch gar nicht. Ich spiele jetzt wieder unseren Schwarzen hier. Ja. Schick ihn auf die Felder und Gutes. Ich guck mal eben. Hier unten geht's auf jeden Fall weiter. Ach, guck mal, hier ist noch ein Tor. Alles voller Tore. Das ist ja furchtbar. Furchtbar. Nein, weg da. Ah, ein Klick. Furchtbar. So, einmal hier rüber. So sah das. Sie ist Schmamsch. Aha. Kennst du nicht YouTube-Poop? Nein, ich bin seit Jahren nicht mehr auf YouTube irgendwas. Achso. Wenn man überlegt, dass du früher mal aktiver Let's Player warst, zeitgleich, so mit mir zusammen angefangen fast, ey. Ja. Du warst eine Legende, Junge, du hättest dir was werden können. Nee. Meinst du, dafür hast du zu viel Aid schon? Ja, hatte ich schon damals zu viel. Oh, perfekt, ich hab das Level beendet und mein Timer ist abgelaufen. Fantastisch, ihr habt den Eingang geöffnet. Okay, weiter geht's. Ich speichere mal. File. Safe. Ja. So, einmal gucken, wo das nächste Level uns hinführt. Ich glaube, das ist schon wieder die Mine. Ja, und ich glaube ganz ehrlich, das ist die Hälfte der Karte. Wir haben jetzt nur den Wald gesehen. Jetzt kommt noch die Mine, noch ein zweites, dann kommen noch mal 3 andere Welten. Weißt du, wie lange dieses Spiel geht? Wahrscheinlich 20, 30 Parts? Ich habe darauf gar keinen Bock mehr. Leute, ich beende das Spiel an dieser Stelle offiziell. Für alle, die seit Jahrhunderten darauf warten, dass es weitergeht. Ich glaube, das war nur eine Person, das war ich selbst. werde ich das Spiel jetzt hier an der Stelle komplett beenden. Ich werde es abbrechen. Ist nett, super lustig, aber ich denke mal, für ein ganzes Let's Play ist mir das doch ein bisschen zu hohl. Da reicht mir das Let's Trash hier an der Stelle dann doch wirklich. Also Leute, wir sehen uns dann ein andermal. War drin. Hauen Sie rein. Auf danach weiter wiedersehen. Tschüssi, Kowski. Blablabla.